Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Corborn Nations of the Ultra Core. Ich stehe hier in der Holzwerkstatt. Hier haben wir ja unsere zwei Werkbänke und ich habe ganz vergessen, dass wir hier noch Kisten haben. Und zwar, ja, genau. Die sind ja auch noch als Lager für Holz gedacht und das nehme ich heute gleich mal zum Anlass, um die aufzufüllen. Ich habe gestern schon mal die erste Fuhre Dunkel- und Hellholz hier reingebaut. Genau. Also es waren hier diese drei und diese zwei vorhanden und ich habe gestern hier nochmal eine zweite Reihe hingebaut mit Kisten. Genau, und die können wir dann auch schon füllen. Und das tun wir dann auch schon. Jetzt hier in dieser Folge live in Farbe und bunt quasi. Nee, alles nehme ich nicht mit. So, wir gehen jetzt mal hier lang und arbeiten uns dann bis in den Norden vor. Aha, es wird dunkel, okay. Naja, gut. Hilft ja nichts. So, genau. Ich habe so ein Räucherwerk, das schmeißen wir uns ein. Auf dass wir dann schön Harz rausbekommen. Genau. Aber erstmal wird jetzt dann mal Holz gehackt. Ich habe übrigens gestern einen zweiten Tantraflint, gefunden im Mondstein und habe daraufhin gleich mal unseren Vogt Atlanis beauftragt, mir eine epische Steinklinge zu bauen. Und er meinte, er baut mir die heute. Heute ist der 23.11. bei mir. Weiß nicht, ob ich ihn heute noch mal dran erinnern muss. Ich hoffe mal nicht. Ah, freue ich mich schon drauf. Ich kann schon gar nicht erwarten. Endlich mal eine epische Waffe. Ich habe mir gestern übrigens noch von den Quarzen, die ich gesammelt habe, einen weiteren Tantaflint eingetauscht bei dem Minenmenschen Bergbauhändler hier unten. Genau, und da habe ich mir auch schon eine Steinpalierstange daraus gebaut, eine epische. Das heißt, wir haben das erste epische Bauteil schon bei uns in den Waffen, bei mir in den Waffen verbaut. Genau. Also Atlanis kann ja das Rezept oder hat das Rezept schon für eine epische Steinklinge und anscheinend können diese Parierstangen alle von uns, ich weiß es nicht, so hat er zumindest gemeint. Also ich konnte die selbst herstellen, aber ich weiß halt auch nicht, woher die sonst käme. Könnten wir eigentlich mal schauen. Bei den Skills Stein. Schauen wir mal, warte mal, das müsste ja wenn dann hier sein. Ja, ja, genau hier. Epische Steinparierstange, genau. Moment. Was ist hier noch? Seltene. Aha, genau. Okay. Das war also bei einem Skill freizuschalten. Okay, der Pilz, der kommt mal mit hier. So, und hier hat auch noch irgendwas geleuchtet. Hier ist auch nochmal ein Schwammerl. Sehr schön. Beutel, okay. Ja, wir arbeiten mal jetzt einfach mal die Nacht durch. So richtig sammeln von Glühwürmchen und so weiter, nur wenn welche in der Nähe sind. Genau wie Pilze, hier vorne wächst auch gerade wieder einer. Du bist ein Baum, genau.
Ja, schon praktisch mit dieser Gürtellampe. Da sehen wir wenigstens noch alles. Ja, irgendwie kommt mir das so vor, wenn man an einer Stelle steht, dass dann so Leuchtsachen auftauchen. Also ist das genauso effektiv, sag ich mal, wie herumzurennen und zu warten, dass die Sachen auftauchen. Ich weiß auch nicht so recht. Es ist echt schwer einzuschätzen, das habe ich ja schon mal erwähnt. Genau, und ich mache das jetzt hier gemischt mit dem Holzsammeln, mit dem Holzhacken. Halb Leichtholz und halb Dunkelholz, genau. Mir ist übrigens aufgefallen, in Sammelfolgen, also ich schaue natürlich meine Videos nochmal nach, jedes Mal, dass ich da sehr viel übersehe. Gerade, wir sind auf der Suche nach Blamquats. Und wo rennt der Rimm dir vorbei? Ein Blamquatsbüschen. Oh Mann, ey. Tja. Irgendwie ist das genau meins, an Zeug vorbei zu rennen. Naja, das ist halt mit der Aufnahme. Da hat man halt, indem man sich halt Sachen überlegen muss, was man sagt, hat man halt viel Konzentration schon mal weg, die da drauf geht und die halt dann nicht fürs genaue Umschauen verbraucht werden kann. Tja, ist halt einfach so. Jeder, der aufnimmt, wird das wahrscheinlich bestätigen, dass man nicht alles sehen kann, als wie wenn man nur spielt. Ohne aufzunehmen, genau. Leuchtet da was? Ja. Moment, da sind wieder... Ah, das sind Nervziegen. Okay, scheiß auf das Glühwürmchen. Ich habe jetzt keine Lust auf Nervziegen. Und bloß wegen einem Pilz, nö. Noch was. Ihr seid jetzt da direkt bei einem Pilz, oder wie? Ihr blöden Scheißer. Ah. Moment. Okay, Glück gehabt. So. Ja, okay, jetzt bin ich jetzt doch wieder am Glühwürmchen sammeln. Naja, was soll's. Ist eben ein bisschen schwierig in der Nacht, Holz hacken. Weil die Gürtellampe, die hat ja nur eine bestimmte Reichweite, wie ihr selber seht. Und alles aus der Entfernung sieht man halt dann nicht so genau. Okay, es wird hell. So, dann gehen wir jetzt mal über die Brücke und arbeiten wir uns Richtung Schneebereich vor. Da haben wir ja dann auf jeden Fall beides. Ja, ich würde sagen, hier fangen wir an.
Hier erstmal mit Leichtholz. Und dann geht es dann weiter hinter zum Dunkelholz. Ja, wir können ja auf jeden Fall beides brauchen. Ich habe mir das halt überlegt. Knorrholz möchte ich jetzt momentan nicht sammeln. Weil das ist ein bisschen aufwendiger und nicht ganz so effektiv wie Leicht- und Dunkelholz. Knorrholz, da müssen wir entweder in die trockenen Gebiete gehen, worauf ich eigentlich überhaupt keine Lust habe, oder in den Sumpf. Und da kriegt man halt eigentlich auch nicht so viel auf einmal raus. Und da muss man halt im zweiten Bereich vom Sumpf recht viel rumspringen. Ah, das ist alles nicht wirklich effektiv. Und hier in den Wäldern, also Leichtholz ist ja überhaupt kein Problem. Da hast du sämtliche Wälder, da kannst du Leichtholz abbauen. Und das Gute ist hier an diesem Bereich, hier hast du gleichzeitig noch eigentlich jede Menge Dunkelholz noch. Das heißt, hier kann man effektiv beides gleichzeitig holen. Wie effektiv das jetzt ist, zwei Holzarten zu nehmen, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber dadurch, dass... Ja, weil man hat halt zwei verschiedene Stapel, aber eigentlich, das ist wirklich egal. Man kriegt halt durch das Leichtholz sehr viel normales Harz raus, was halt nicht ganz so schön ist. Das ist ja quasi hier so eine Art Abfallprodukt. Aber man kann es ja immer noch eintauschen gegen anderes Harz, gegen besseres. Moment mal, hatten wir nicht eine Tasche? Ja. Ja, genau, es ist halt schon wieder voll. Elixier des Angriffs brauchen wir nicht. Du fliegst raus. Du fliegst auch raus. So. Ja, und ein bisschen weiter ist es halt hier noch, also Richtung Brückenwacht. Ja, und wegen Harzplatz haben wir wieder. Ich habe gestern wieder einiges in das bessere, in das gelbe Harz eingetauscht. In Vorheim. Dann haben wir wieder Platz für das orangene. Schön. Ja, es ist und bleibt meine Lieblingsbeschäftigung. Also meine Lieblingsfarmerei, das Holzhacken. Nimm mir der alte Holzmichel. Nein, ich werde jetzt nicht singen. Na, es ist mir voll so spontan eingefallen, ja. Und da mein... Ja, kann ich ja sagen, ist ja wurscht. Und da mein Real-Life-Name Michael ist, passt es dann eigentlich auch ganz gut. Warte mal. Ah, okay, normaler Europaler. Sehr schön. Grüß dich. Na, ausgeschlafen? Na, wo hackst du denn hin? Ja. So, ja, das Eisen lassen wir. Das wird ja uns bloß wieder ein zusätzliches Slot kosten. Ja, und ich habe jetzt echt beschlossen, jetzt erstmal Holz zu holen. Ich habe ja in letzter Zeit sehr viel gefarmt. Also das wisst ihr ja eh von meinen Videos aus. Beziehungsweise aktuell sind ja noch längst nicht alle Videos draußen, in denen ich gefarmt habe. Also ich habe Stein geholt, ich habe Granit geholt, gerade in letzter Zeit. Ich habe ganz viele Pilze gesammelt, also Chipcups. Dottnüsse habe ich gesammelt und voll gemacht, die Kisten. Plumquarz
sind auch voll mittlerweile. Rohbeeren hatten wir ja auch schon. Also wirklich sehr viel gefarmt in letzter Zeit. Und das halt alles für die Allgemeinheit. Ich bin keiner, der nur für mich selbst sammelt. Also klar, ich habe die eine Kiste mit den neuen Ressourcen bei mir in der Bude. Aber ich bin halt jemand, ich sehe das nicht ein. Also ich finde das egoistisch, wenn man nur für sich selbst sammelt. Ein Teil von den Ressourcen, die ich sammle, zweigt für mich ab. Also als Belohnung quasi, dass ich jeden Tag, ja, so zwischen einer und zwei Stunden spiele. Aber so der Großteil ist wirklich für alle anderen gedacht, die nicht so die Zeit haben. Oder, ja, so wie es ausschaut, halt auch keine Lust auf Korborn. Ja. Und sicher wird es irgendwann auch anders sein. Momentan habe ich ja keine Arbeit. Aber Anfang nächsten Jahres werde ich mich... Ah, kein Platz für Harz, ist in Ordnung. Anfang nächsten Jahres werde ich mich wieder verstärkt um meinen Job kümmern. Jetzt haben wir bald Dezember. Und da ist es halt alles, ja, keine Ahnung, jeder macht dann Urlaub und so. Das ist dann alles eher ein schlechter Zeitpunkt. Und dann früh, wenn alle wieder frisch aus dem Urlaub kommen und erholt sind, das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um sich für Jobs zu bewerben. So, jetzt muss ich mal im Auge behalten, wann kein Holz mehr gelagert werden kann. Genau, und was ich halt damit eigentlich sagen wollte. Warte mal, Dottnüsse. Wieso habe ich denn eigentlich schon wieder diesen Schmarrn? Warte mal, wir nehmen einmal das und einmal das. So. Harz brauchen wir nicht. Genau, was ich jetzt sagen wollte eigentlich damit. Also ich werde sicher nicht immer so viel Zeit haben wie jetzt. Das ist ganz klar. Aber ich möchte schauen, dass ich zumindest, auch wenn ich dann irgendwann einen Job habe, dass ich trotzdem jeden Tag komme und eine Stunde spiele. Das habe ich mir fest vorgenommen. Und naja, gut, noch ist alles Zukunftsmusik, wie es dann weitergeht und auch gerade bei den Aufnahmen, wie viel Zeit ich dann noch finde, ob ich dann auch gleichzeitig aufnehmen werde. Ja, das kann ich halt jetzt alles noch nicht absehen. Aber wie gesagt, das ist jetzt noch nicht aktuell. Und wer weiß, vielleicht habe ich dann irgendwann, ja, in einem Monat oder so auch keine Lust mehr oder in zweien auf Korban. Kann ja alles sein. Aktuell bezweifle ich das halt noch komplett, weil mir Korban einfach tierischen Spaß macht nach wie vor. Und warum soll das anders sein? Und zu tun ist immer was. Also es gibt immer irgendwas, das noch nicht voll ist von den Kisten. Und ihr wisst ja mittlerweile, dass ich gerne Kisten voll mache. Ob wir es jetzt brauchen oder nicht aktuell. Also das benötigte Material. Ja, ich weiß nicht, ich mache das halt einfach gern. Kisten komplett zu füllen. Kommen wir hier rauf? Ja. Okay, wie viel... Aha, kein Platz mehr für Dunkelholz, alles klar. Dann holen wir Hellholz. Bis das voll ist. Hier in diesem Minenschacht auch mal irgendwas sein wird. Ich kann es mir halt echt schwer vorstellen.
Okay, jetzt schaut es so aus, als ob das voll wäre. Harz. Okay, schauen wir mal. Okay. Nee. Ach so, ach, weil es zwei Bäume sind. Okay, verstehe. Ja, ich weiß, das nervt irgendwie. Mich nervt es auch, wenn das angezeigt wird. Jetzt ist voll. Okay. Also Leichtholz wird als Holzbretter angezeigt. Alles klar. Gut, dann gehen wir zurück. Und laden aus. Ja, das ist halt. Ja, gut, so weit weg ist es ja gar nicht. Das geht noch alles in Ordnung. Ja, genau, das ist halt jetzt schon der Wald, der zum Friedhof gehört. Huch, mitten in. Na, mit in das Ding reingesprungen in den Wasserfall oder in die Stromschnellen. Jetzt wird es ja schon wieder dunkel. Also der Tag-Nacht-Zyklus, der könnte ein bisschen angepasst werden, finde ich. Die Nacht ist zu kurz und der Tag auch. Naja, muss man mal machen. So, dann ab in die Schreinerei. Ja, das geht doch recht zügig. Also ich möchte auf jeden Fall schauen, dass heute, also das werde ich natürlich nicht alles on-cam machen, alles mit eine Kiste mit Dunkelholz und eine Kiste mit Hellholz voll ist. Genau. So der Plan. So, genau, hier diese Kiste ist ziemlich leer, was Harz betrifft. Nee, hier. Ja, gut. Räucherwerk. Ja, wir müssen eh darüber. Räucherwerk ist jetzt eigentlich nicht so wichtig. Wir haben jetzt eh nicht viel besonderes Harz rausbekommen, trotz Räucherwerk. Naja. Ist egal. Aber ich hatte halt noch ein paar übrig und ja, die hätte ich halt gerne verbraucht. Einfach, dass sie wegkommen und dass in meinen privaten Kisten ein bisschen paar Slots frei sind und so. Für ja, anderes Zeug halt eben. So, jetzt müssen wir uns mal beeilen, dass wir da hinterkommen. Ist auch schön, wie die Mühle da oben beleuchtet wird. Ja, die Lichtstimmung ist eh eins der schönsten Dinge in Korborn. So, wir haben jetzt hier ordentlich schon abgehackt hier. Ja, genau. Es wachsen halt auch immer diese Zweigdinger da mit an den Baumstämmen. Ja, hier auch schon wieder. Gut, ich meine, diese leuchtenden Duke-Sets, die haben wir ja eh noch nicht so viel.
Da ist noch nicht mal eine Kiste voll, genau wie bei den Chip Cups. Aber Chip Cups haben wir ja trotzdem noch mehr. So, gut. Ja, da geht doch gut vorwärts. Also Holzhacken, das ist schon echt effektiv. Gerade halt in Wäldern. Wer hätte es gedacht? Und es ist halt schön, dass wir in der Nähe von Brückenwacht recht viele Wälder haben. Da ist der Mond gerade. Und was ich gerade denken muss, es wäre echt schön, wenn wir halt wieder ein paar Farmer mehr hätten. Zum Beispiel, ich würde mich auch wirklich um einen zweiten Holzfäller freuen. Egal, ob jetzt männlich oder weiblich, das ist vollkommen egal. Dass wir zum Beispiel zu zweit einfach hier hacken können. Und es war ja auch mal ursprünglich geplant, oder ich weiß nicht, ob das ins Reich der Legenden gehört, dass wenn man in der Nähe ist, dass man... Also, wenn zwei Leute in der Nähe das Gleiche tun, wie zum Beispiel jetzt in der Nähe zusammen Holz hacken, dass da, weiß nicht, dass es effektiver ist, schneller oder vielleicht noch andere Ressourcen rauskommen, schneller Ressourcen, mehr Ressourcen auf einmal, ich weiß es nicht. Das war mal geplant irgendwie oder ich weiß nicht. Und Korban wirbt ja ein keine Ahnung, Social irgendwas Spiel zu sein. Social, Multiplayer, sonst was. Und da würden sich solche Spielmechaniken ja geradezu anbieten. Aber okay, dazu bräuchte es halt noch einen zweiten Holzfäller. Oder, naja, eigentlich... Ja, nicht unbedingt, denn ich mache ja auch andere Sachen. Oh, stopp. Du musst her hier. Dich brauche ich auf jeden Fall. Und dich auch. Ja, aber sowas sollten sie wirklich wieder reinbauen. Oder überhaupt reinbauen. Also, es würde keinen Sinn machen, zu zweit auf einen Baumstamm reinzuhacken. Also, das wäre jetzt irgendwie unrealistisch. Aber in einem Radius... Ich sag mal, einer hackt hier und der andere hackt den anderen Baum. Dass da irgendwie, weiß nicht, vielleicht ein Drittel mehr Holz rauskommt und noch eine Chance ist, besseres Harz rauszubekommen. Irgendwie sowas. Also das fände ich schon echt gut. Damit man wirklich zu zweit loszieht. Und da könnte man ja auch super dann im Discord eine kleine Gruppe machen, wo die zwei dann sind und die können dann quatschen zusammen. Also wie es auch in der Wirklichkeit ist. In Handwerksbetrieben, dass man neben dem Arbeiten auch sich unterhalten kann. Also so kenne ich das halt. So, Moment. Ich schnapp mir jetzt mal da hinten den Schwammerl da. Komm her. Na, jetzt steck nicht im Busch fest hier. So, Moment. Und da war noch was. Hier, Glühwürmchen. Schön nochmal. Oh, und so ein Spezialpilz. Und der Scheißer kommt auch noch angeschissen. Okay, Moment. Das fliegt raus. Das fliegt raus. Sehr schön. Zwei kaminrote Glühwürmchen bekommen. Okay. So. Wie geht's denn weiter hier? Okay, da hinten ist noch ein Pilz. Den schnappen wir uns noch.
Ja, komm, nehmen wir den gleich. Und da hinten ist auch noch einer. Oh, Sporen. Sporen aus dem Pilz, sehr gut. Und es wird Tag. Halt, 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 halt. Okay. Den haben wir noch. Den habe ich gerade noch in den Augenwinkeln gesehen. Naja, ich kann ja nicht immer nur blind rumrennen. Wie sonst? Tja. Naja, die Aufnahmekrankheit. Was willst du machen? So. Wo sind wir denn eigentlich gerade? Ach, wir sind ja noch unten. Das heißt, wenn es jetzt wirklich noch weitergeht, da hinten sieht man auch noch einige Nadelhölzer. Dann können wir da wirklich noch genug mitnehmen an Dunkelholz. Ich meine, Leichtholz, das findet man ja überall. So, und ich brauche jetzt mal einen Schluck Kaffee. Was auch praktisch wäre, wenn es noch jemanden gäbe, der einfach so eine Art Träger ist oder so. Na? Ich habe doch jetzt schon viermal draufgehauen. Also tauchen die schon wieder auf? Oder habe ich... Na, ich glaube, die sind wieder nachgespawnt, oder? Die Bäume hier. Ja, egal, komm. Wir können ja mal ein bisschen weiter hinter gehen, ist ja wurscht. Alter, alles weggeholzt hier. Krass. Ja, so eine Art Träger. Also man könnte sich irgendwelche Kisten hinstellen. Dort die ganzen Materialien einlagern. Und... Wo sind Bäume? Hier. Und dann könnte ein Träger schon mal... die Sachen in die... also nach Brückenwach bringen. Und ich hätte dann wieder Zeit oder vor allem Inventarplatz zum Hacken. Naja. Aber andererseits, wer möchte schon Träger machen und... Naja. Aber es läppert sich schon was zusammen. Also hier in den dichten Wäldern bekommt man halt schon gut Holz. Wenn man wirklich von einem Baum zum anderen rübergehen kann. Das ist schon mit Stein oder Granit schon schwierig. Da muss man halt stellenweise schon ein paar Meter mehr laufen. Naja, gut, aber dafür bin ich ja der einzige Holzfäller bei uns. Wir roden echt den kompletten Wald hier. Na, so schnell... So schnell wird das nicht passieren. Genau, und ich habe mich halt jetzt auch entschlossen, um das Thema, welches Holz wir mitnehmen, nochmal aufzugreifen. Also Knorrholz, das ist halt einfach ein bisschen komplizierter wie die anderen zwei Sachen. Und zweitens, Dunkelholz können wir in
in Brückenwacht am meisten brauchen zum Reparieren, weil das meiste in Dunkelholz ist. Also Knorrholz ist da gar nicht so viel, das ist eher in den Dörfern. Also im Dorf, wo da mit Knorrholz gearbeitet wurde, aber in Brückenwacht eher nicht. Und Leichtholz nehme ich mit, weil für Metallkonstruktionen, da werden Leichtholzbretter benötigt. Genau. Und ich habe mich entschlossen, 3 Kisten mit Dunkelholz voll zu machen und 3 Kisten mit Leichtholz. Und die 2, die so separat stehen ein bisschen, die werden für Bretter benutzt. Also falls man Bretter nachcraften muss, als Zwischenlager quasi. Und ja, was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau, wir haben ja noch bei den Trainingspuppen, da haben wir ja noch Kisten, wo auch schon Leichtholzbretter drin sind für weitere Bauwerke. Aber momentan sehe ich halt nicht, was noch gebaut werden kann in Brückenwacht. Und man könnte halt die Bretter dort reintun. Eben in die Schreinerei. So sehe ich das Ganze. Wie, was jetzt Atlantis zum Beispiel vorhat, das weiß ich jetzt dann nicht. Weil ehrlich gesagt, diese Kisten, die da bei den Übungspuppen... Oh, Dunkelholz können wir nicht mehr mitnehmen. Alles klar, ist schon wieder voll. Weiß ich nicht. Stören mich irgendwie so ein bisschen. Es sind ja auch da Gemischtkisten vorhanden, wo alles Mögliche drin ist. Weiß nicht, also ich hätte die halt gern eingeräumt, weil ich bin halt jemand, ich bin ein sehr ordentlicher Mensch, also für mich muss alles da seinen Platz haben. Oder zumindest grob einen sinnvollen Platz haben, sage ich mal. Ich mag das nicht, wenn es verschiedene, also von einer Sache verschiedene Haufen oder sowas gibt. Also um das jetzt mal ganz primitiv auszudrücken. Und die halt dann in der ganzen Bude verteilt sind. Weiß ich nicht, da kann ich irgendwie nichts anfangen damit. Und alles schön zusammen. So, haben wir noch Platz? Nein, haben wir nicht. Okay, dann können wir zurückgehen. Okay. Boah, Wahnsinn. Wir haben schon ordentlich gerodet hier. Krass. Wie viel haben wir jetzt? Ja gut, wir haben halt auch wieder viel anderes Zeug mitgenommen. Was halt in der Nacht rauskommt. Und das ist halt eigentlich, ja, nicht so wirklich effektiv. Ja, hier ist schon wieder alles nachgewachsen. Wahnsinn. Und ich könnte wetten, vorne bei uns auch. Ja, ich sehe schon wieder Nadelgehölz, ja. Ja, ist schon wieder alles da. Ja gut, ist ja eigentlich ganz praktisch. Da brauchen wir halt nicht komplett in den Norden rausgehen. Halt, nicht schon wieder ins Wasser springen. Halt, wir müssen da rum. Da, wenn wir jetzt runterspringen würden, dann würden wir nicht... Dann müssten wir einmal außen rumlaufen. So, dann räumen wir jetzt nochmal schnell aus zusammen. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für die Folge. Oh, mal ein neuer Weg. Ja, das ist noch 2 Runden.
Ja, Dunkelholz. Könnte man in einer Runde schaffen. So. Die behalte ich mir. Das auch. Harz war in der nächsten Runde. Genau, weil ich möchte so viel wie möglich Kaminrot der Glühwürmchen. Also die, was ich sammle, die bleiben bei mir. Warte mal. Ja, genau. Das ist alles, was für mein Kram ist. Das ist auch schon mittlerweile ganz schön was zusammengekommen. Sporen haben wir viele, kaminrote Glühwürmchen haben wir viele. Und alles andere Zeug ist auch schon ordentlich. Seht ihr selber, ist schon ordentlich was zusammengekommen. Na gut, okay Leute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen Holz holen. Und ja. Genau, so viel zur Info am Schluss. Macht's gut, ciao und servus, euer Rimner.